Herzlich willkommen bei Tinas Universe. Ich bin Tina und weiter geht's mit dem nächsten Teil meiner Postleitzahlenreise quer durch Deutschland. Und zwar diesmal 01824 Rosenthal-Bielertal. Hier habe ich euch mal die Flugstrecke aufgezeigt. Man kann sehen, südöstlich von Dresden. Das war gerade Google Maps. Und starten tun wir hier vom kleinen tschechischen Flughafen nahe der Grenze, und zwar in Binsdorf, Bicnovec oder wie immer das auch ausgesprochen wird in Tschechien, wieder mit der Cessna 152. Live-Wetter eingestellt. Dann geben wir mal Gas. Ich mag die Cessna, man sieht recht viel dadurch und das fliegt sich wirklich einfach, das Flugzeug hier im Flugsimulator. Ich erzähle schon mal was zu Rosenthal-Bielertal. Liegt im Süden Sachsens an der Grenze zur Tschechischen Republik und gehört zur Verwaltungsgemeinschaft Königstein, Sächsische Schweiz. Hat 1585 Einwohner, 46,6 Quadratkilometer Fläche und mit 34 Einwohner je Quadratkilometer recht dünn besiedelt. Man kann gleich aber auch sehen, warum. Hier nochmal ein Blick zurück vom Startplatz. Hier vorne überfliegen wir die Elbe. Die Gemeinde Rosenthal-Bielertal liegt in der linkselbischen Sächsischen Schweiz, genauer im Bielertal, das sich vom tschechischen Ostrov bis nach Königstein erstreckt. Östlich der Gemeinde erhebt sich der Lampertstein. Der höchste Punkt der Gemeinde liegt bei 533 Meter im Glasergrund, nahe der tschechischen Grenze. Der Ort ist von einem weitläufigen Waldgebiet umschlossen, was man hier auch schon gut sehen kann. Es sind ja nur noch 7 Kilometer bis zur Stadtgrenze oder Gemeindegrenze. Tiefste Punkt befindet sich in der Mündung des Kunnerdorfers Bachs in die Bieler bei 160 Meter Höhe. Die Vereinigung von Bielertal und Rosenthal erfolgte zum Januar 1994. Die heutige Gemeinde besteht aus den drei Ortsteilen Bielertal, Rosenthal und Raum. Erstmals erwähnt wurde Rosenthal im Jahr 1356 bis 1503 gehört es zu Böhmen, dann zu Sachsen. Und es gibt hier einige Sehenswürdigkeiten, allen voran das Klettergebiet Bielertal. Im Tal der Bieler und der Dürren Bieler findet sich mit 239 Gipfeln und über 3400 Kletterwegen aller Schwierigkeitsgrade eines der vielfältigsten und beliebtesten Klettergebiete der Sächsischen Schweiz. Unter anderem die Gipfel Herkulessäulen, Schieferturm, Kanzelturm, Dachsenturm, Großvaterstuhl, Spangelturm, verlassene Wand, Grenzplatte, verlassener Förster, Waldnadel, Bielerzinne, Adlerstein und. Ich habe es auch in die Videobeschreibung reingepackt. Es gibt auch einige Höhlen, die Eishöhle, Schwedenhöhle und Bennohöhle oberhalb der Ottomühle gehören zu den tiefsten Höhlen des Freistaates. Hier vorne kommen wir dann auch an den Rand der Gemeinde.
liegt direkt am Taubenteich. Östliche Grenze ist dann auch der Taubenteich direkt. Der Taubenbach, besser gesagt. Und wird nach unten vom Fuchsbach abgegrenzt. Und der Fuchsbach, was soll man sagen, fließt auch in den Fuchsteich. An dem Teich gibt es dann auch ein Flächendenkmal, eine historische Staumauer. Hier kann man schon sehen, viel Felsen, aber auch sehr, sehr, sehr viel Wald. Wunderschön landschaftlich gelegen. Hier die größere Erhebung da, das ist die Grenzplatte. Und wir sind direkt an der tschechischen Grenze hier. Ich fliege einmal so um die Gemeindegrenze drum zu. Ich habe mir das so gut wie es geht abgesteckt, den Weg hier. War gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. War viel Recherche notwendig, also viel Zoomen und Gucken und Vergleichen, weil Google Maps und Bing Maps unterscheidet sich doch ganz gewaltig, ehrlich gesagt. Ich werde im Anschluss auch nochmal mit der Drohne drüber fliegen. Das ist jetzt nur einmal so ein Überflug mit dem Flugzeug. Vor uns ist zu sehen Rosenthal. Sehr lang gestreckt. Eine Hauptstraße, die da durchführt. Und keine große Fläche, also wirklich sehr lang. Gibt auch kaum Industrie. Eine Werkstatt, viel Landwirtschaft hier und sehr, sehr viel Tourismus. Reiterhöfe, ein Hofladen, der glaube ich ja auch mit zu den Sehenswürdigkeiten gehört. Kleines Einkaufszentrum hier. Kleine Dorfkirche. Hier kommen wir jetzt rüber Richtung Bielatal. Rechts die größere Erhebung ist der Lampertstein. Vielleicht noch interessant zu wissen, seit 1992 kommen hier im Januar jährlich etwa 20 Kinder aus den von der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl betroffenen Gebieten um Brahin, um sich in Rosenthal zu erholen. Gab hier eine Kaltwasseranstalt und wurde von der Magi-Gesellschaft als Erholungsheim für ihre Mitarbeiter genutzt. Also, nachdem die Kaltwasseranstalt geschlossen wurde. Zu DDR-Zeiten gab es hier eine Heilstätte für Tuberkulose-Kranke und wurde auch als Altersvorhaben genutzt. Ah, hier ein kleiner Rundflug. Gibt hier noch einen dritten kleinen Ortsteil. Das ist Raum, der hat 68 Einwohner. Ich habe jetzt nicht herausgefunden, wie viele Einwohner die beiden anderen Ortsteile haben. Steht leider nirgendwo beschrieben. Insgesamt, wie gesagt, ungefähr 1.500, also 1.585 Einwohner.
Der Fluss hier in der Mitte, das ist die Bila, die hier auch durchfließt und dem Tal auch den Namen gibt. Da vorne, wo die Markierung ist, das ist der Ortsteil Raum. Gibt ja viele Bäche, einen Steinbach gibt es hier noch. Und das Jagdschloss, das liegt praktisch, na was soll ich sagen, genau in der Mitte zwischen Raum, Bielertal und Rosental. Kann man so eigentlich sagen. Hier gibt es auch noch einen Hochofen, einen historischen. Der vielleicht auch noch interessant ist, als Zeitzeuge des Hüttenwesens im Bielertal und ein ja, Kulturdenkmal. Hauptsächlich aber hier, ich denke mal wegen der Kletterei. Ne, eines der beliebtesten Klettergebiete hier. Falls hier jemand aus der Gegend kommt, sagt doch mal, ob ihr eure eigene Heimat hier entdeckt habt. Ich habe leider hier keine fotometrischen Daten gefunden. Das heißt, die Häuser sehen wahrscheinlich ein bisschen anders aus, wie ihr es kennt. Im Großen und Ganzen sollte aber jedes Haus dastehen, wo es auch hingehört. Bisschen enttäuscht bin ich von dem Jagdschloss. Das habe ich tatsächlich wieder mal nicht als solches entdecken können. Habe hier gleich noch ein paar Bilder reingelegt von der Umgebung. Auch die von Wikipedia. Alle Quellennachweise natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und auch die Musik. Selbstverständlich freie Musik mit der Nennung, wo sie herkommt. Wir werden hier auf dem größeren Acker hier landen. Oder Wiese. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Acker ist. Ich weiß aber nicht, was da angebaut wird. Wenn ich hier Fehler mache, verzeiht mir das. Ich habe versucht, so gut wie möglich zu recherchieren. Leider noch nicht hier gewesen. Ihr dürft gerne reinschreiben. Falls ich grobe Schnitzer mache, das ist bestimmt nicht beabsichtigt. So, jetzt gehen wir runter. Und danach geht es natürlich weiter mit dem Drohnenflug. Da dann natürlich auch noch mal ein bisschen tiefer über die Gebiete auch rüber. War nicht die beste Landung unter der Sonne, aber naja, es steht. Gibt hier halt keinen Flughafen. So, jetzt hier nochmal über die Gegend. Das hier ist westlich von Rosental. Hier in der Nähe ist auch die Benno-Höhle und die Schwedenhöhle. Und der Bieler Grund hier unten. Da gibt es auch einige Herbergen. Die Otto-Mühle steht hier unten. Wanderwege. Sachsenstein hier links und rechts Kaiser Wilhelm Feste. Enrico Sprung.
Enrico Vorsprung. Entschuldigung, ich wollte mich nicht vernennen. Hier vorne, das müsste die Casa Wilhelm Feste sein, wenn ich das richtig hier sehen kann. Hier weiter hoch, Schweizer Mühle, Räuberhütte. Schweizer Mühle scheint auch irgendwie eine historische Sehenswürdigkeit zu sein, so ein kleiner Turm, der da steht. Ausblick, kleine Bastei. Die Bastei ist ja auch nicht so weit weg von hier. Na, hier geht's rüber von Raum, kleinere Ortsteil, abgegrenzt hier so ein Waldstück praktisch. Und hier hinten nach Bielertal. Viele Aussichtspunkte hier auch in der Umgebung. Hier nochmal einen Blick vom Bernhardstein runter gesehen. Das Foto gerade. Ich habe auch noch ein Foto von dem Jagdschlösschen mit reingepackt. Hier wird es ein bisschen schlecht dargestellt, die Straße teilweise unter Wasser. Das passt natürlich nicht. Hier rechts irgendwo in der Gegend, da muss das Jagdschloss sein. Ein bisschen weiter hinten meine ich, wenn ich das richtig zuordnen kann. Gleich fliege ich nochmal hoch, dass er die ganze Gegend hier auch sehen könnt. Ich finde es schön hier, ein großes Waldgebiet. Ich liebe Wald. Und ich liebe auch, wenn es so ein bisschen hügelig ist. Ich klettere ganz gerne mal. Kann man hier auf Mallorca ja auch ganz gut. Tramontana und so. So, jetzt geht's nach oben und nochmal ein Überblick über die ganze Umgebung. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ich nicht zu viele Fehler gemacht habe. Könnt ihr mal gerne antworten. Lasst doch gerne mal ein Abo da, damit ihr den nächsten Teil nicht verpasst. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Tina. Ciao.